Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich das gerne wie immer als Dauerwerbesendung kennzeichnen, einfach weil ich euch Bücher zeige und andere Sachen, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet. Da steht das auch normal und ansonsten schreibe ich euch natürlich alles unten in die Infobox, damit ihr das ganz leicht wiederfindet. Und wie immer eigentlich versehe ich euch das mit Zeitstempel, dann könnt ihr auch hin und her switchen. Wenn euch das eine oder andere nicht so interessiert, könnt ihr das einfach überspringen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juni. 4 sind es geworden an der Zahl. Hörbuch habe ich keins geschafft. Ich erzähle euch dann, wenn es soweit ist, auch warum. Und mein Lesemonat war tatsächlich mal nicht so gut. In den letzten Monaten dachte ich schon immer, naja, scheinbar bin ich irgendwie leicht zu begeistern, weil ich immer so viele gute Bücher dazwischen hatte. Aber in diesem Monat ist leider das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich habe durchschnittlich gesehen 3 Sterne vergeben. Ein Buch hat sogar nur 2 Sterne bekommen. War irgendwie nicht so gut. War, nee. Ja, wir fangen einfach mal an. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist von Diana Wynne Jones, Fauler Zauber. Eigentlich mag ich die Autorin ja total gerne. Ich hatte ja auch die Reihe vom Wandelnden Schloss gelesen. Die Sage um den Zauberer Howl, im Buch heißt er Howl, im Film, in dem Anime heißt er Haoru, falls ihr ihn davon vielleicht kennt. Das hatte mir ja immer richtig gut gefallen, aber Fauler Zauber leider gar nicht. Es war irgendwie weniger fröhlich, es war brutaler, blutiger. Es wurde auch eine Vergewaltigung angedeutet. Damit hatte ich halt einfach nicht gerechnet. Deswegen, ich habe gerade überlegt, ihr kriegt hierfür auch noch eine Einzelbesprechung oder habt schon eine bekommen, wenn euch das interessiert. Könnt ihr dann da auch noch mal reingucken, da gehe ich dann auch noch mal genauer drauf ein. Aber noch mal so zum Thema, worum es hier geht. Eigentlich vom Plot hat mich das wirklich richtig angesprochen. Es geht nicht um ein Dorf. Die müssen jedes Jahr eine Pilgerfahrt über sich ergehen lassen. Aus dem Klappentext fand ich, kam jetzt nicht so raus, was diese Pilgerfahrten überhaupt sind. Ich dachte, das ist eher so wie eine Tour ins Disneyland oder so. Da können Leute hin, gucken sich das an und bleiben da und essen, trinken, gucken sich da die magischen Sachen an und gut ist. Aber nein, so ist dem nicht. Es ist eher so, als ob dann in diesem Dorf Krieg stattfindet. Und da laufen Mörder rum, da die verwüsten alles und dürfen auch sich gegenseitig töten und sonst was machen, was sie halt wollen. Naja, und dagegen bäumt sich halt dieses kleine Dorf dann auf. Von den Charakteren her fand ich es gut. Die Familie, um die es geht, die haben auch so, wie heißen sie denn? Greife als Kinder, könnte man so sagen. Die können auch sprechen und so. Und es gab auch Drachen und also von dem gesehen alles gut. Dämonen, alles, was man sich halt von so einem High-Fantasy-Roman so erhofft. Aber es war für Diana Wynne Jones, finde ich, brutaler als sonst. Nicht, dass ich damit Probleme habe, was Brutales zu lesen, aber wenn man damit nicht rechnet und ein Buch liest, weil man da etwas Bestimmtes von erwartet und das nicht erfüllt wird, ja, ist das dann ein bisschen enttäuschend, sage ich mal so. Ansonsten, klar, ich habe es komplett gelesen. Ich habe dem auch 3 Sterne gegeben, weil ich halt die Charaktere mochte und den Schreibstil, der war wie immer gut, auch so von ihrem Humor her und so weiter. Aber es war nicht fröhlich. Ja, deswegen hat es ein paar Punkte Abzug bekommen. Aber gut, 3 Sterne ist ja jetzt eigentlich auch kein schlechtes Buch, sage ich mal so. Naja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr da nochmal in die Einzelbesprechung reingucken. Ja, es gab Magier, Zauberer, alles. Aber haben sich alle gegenseitig getötet und ein Drache hat auch wen da verbrutzelt und also fast getötet. Und ja, ich glaube, sonst sterben nicht so viele in den Büchern. Ich überlege gerade, mir fällt jetzt auch gerade keiner ein, aber naja. Egal, nächstes Buch, was ich gelesen habe von
versuche ich den Namen auszusprechen. Asako Yuzuki, Butter. Hat mich irgendwie total angesprochen, hatte ich auch bei Instagram gesehen. Ich bin da ja auch immer leicht beeinflussbar und hole mir dann auch die Bücher, die ich woanders sehe und die gut sein sollen. Bei dem Buch bin ich auch total zwiegespalten. Im Endeffekt hat es 3 Sterne bekommen. Ich hatte zwischen 3 und 4 geschwankt. Auch da ist nochmal gesagt, es ist natürlich Geschmackssache, weil ich weiß, dass es viele sehr gut finden. Die Thematik da drinne ist auch sehr wichtig und gut. Ich kann auch nicht mal sagen, warum es nur 3 Sterne. Doch, es gab halt Handlungen und ja, Handlungen, die ich nicht so nachvollziehen konnte. Deswegen hat es nur 3 Sterne bekommen und irgendwie hat es einem mit so einem leicht unguten Gefühl hinterlassen, obwohl das Ende wieder sehr nett war eigentlich. Ja, worum geht es denn überhaupt? Es geht darum, wie heißt denn die Protagonistin? Rika, genau, ich kann mir Namen auch immer nicht merken. Rika, unsere Protagonistin ist quasi eine junge Journalistin, die gerne eine Serienmörderin, Manako Kachi oder Kachi-i, interviewen möchte. Und zwar hat diese Serienmörderin den Ruf gehabt, beziehungsweise es ging so los, sie hat einen Blog und hat dort immer alle Rezepte gepostet, was sie halt so gekocht hat. Und relativ untypisch für Japanerinnen ist diese Serienmörderin etwas pummeliger, weil heutzutage wohl, so wird es in dem Buch geschrieben, Japanerinnen immer dünn zu sein haben, wirklich dünn. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hat diese Manako, die den Blog geführt hat mit den Kochrezepten und so weiter, dann angeblich Männer getötet. Prinzipiell sind das so eine Fälle wie einer hat zu viele Tabletten genommen, einer hat sich vom Zug geworfen und sie soll da halt dran schuld sein. Ist jetzt keine. Sie hat da keinen irgendwie abgeschlachtet oder so, aber es könnten Unfälle gewesen sein und die Frage ist, war sie daran schuld oder nicht. So, und Rika soll halt sie interviewen. Allerdings spricht sie nicht über die Mordfälle. Also hat eine Freundin ihr den Tipp gegeben, versucht doch mal mit ihr über ihre Leidenschaft zu sprechen, das Kochen. Klappt dann auch ganz gut, das macht sie auch und sie reden auch ganz viel übers Kochen und die Manako Kaji wird aber meistens Kaji eigentlich genannt, sagt ihr, gibt ihr dann immer Rezepte an die Hand und sagt, mach mal das, probier mal das aus, das ist absolut köstlich, wunderbar, lass dir die Butter auf der Zunge zergehen, ess Reis mit Butter und Sojasauce. Erstmal so einfache Sachen, weil Rika noch nie gekocht hat oder nie, seltenst. Sie hat noch nicht mal einen Backofen, nur eine Herdplatte, glaube ich. und auch da war wieder, jetzt muss ich wieder ein bisschen abschweifen. Wieder sehr das Thema, dass ich das Gefühl habe, in so jetzt hier als Beispiel Japan, wirklich nur die Arbeit so in deren Leben zählt. Die arbeiten, dann müssen sie nach der Arbeit noch mit den Geschäftskunden noch ein Trinken gehen, um die Geschäftsverbindung zu verbessern. Und wenn man da mal was im Privatleben irgendwie macht, dann steht man irgendwie nicht so gut da. Ist das wirklich so? Aber das ist mir mehreren asiatischen Büchern irgendwie schon aufgefallen, dass da immer so dieses Arbeitsleben im Vordergrund steht und dass es ganz wichtig ist und da voranzukommen. Klar, wenn denen der Spaß macht, dass der Traumjob ist, das ist ja dann auch alles gut, aber das hört sich immer sehr anstrengend an, wie ich finde. Auf jeden Fall, unsere Protagonistin probiert dann diese ganzen Rezepte aus, lernt die Liebe fürs Essen kennen, weil sonst hat sie auch nicht viel gegessen, war sehr dünn, war sehr Burschikos nennen wir es mal, hat damit auch gerne in ihrer Schulzeit Mädchen verwirrt, weil sie immer so der jungenhafte Typ war und dann waren die ganzen Mädchen immer in sie verknallt. Und dadurch, dass sie jetzt das Kochen angefangen hat und die Liebe zum Essen entdeckt hat und Essen kann ja was Besonderes und auch mal lecker sein, nimmt sie halt auch ein bisschen zu. Aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt wirklich dick wird. Die hat sonst vorher 50 Kilo gewogen und wiegt dann vielleicht irgendwann 60. Wird dann aber in ihrem Umfeld, lass dich doch nicht so gehen,
Du kannst doch nicht so zunehmen, du kannst doch nicht so fett werden, du musst deine Übungen machen, du musst Sport machen und dann halt so diese ganzen Reaktionen aus dem Umfeld, was passiert, wenn man halt nicht mehr so diesen Wunschvorstellungen oder diesen Schönheitsidealen dort entspricht. Das ist halt dann auch nochmal so eine Thematik. Deswegen, das fand ich auch schon recht krass dargestellt. Geht dann noch so ein bisschen weiter, dass sich die Freundin da so ein bisschen einmischt und das war auch so ein bisschen, also in diese Interviewgeschichte und das war so ein bisschen der Punkt, den ich nicht nachvollziehen konnte. Das Ende fand ich dann aber wieder gut. Es geht wirklich sehr viel ums Essen, sehr viel um Butter. In jedem Gericht ist Butter drinne. Sie isst auch einfach mal Butter so, weil sie es schön findet. Butter ist in dem Buch auch nicht immer leicht zu bekommen. Da ist ein bisschen Mangel, so wie bei uns irgendwie Mehl oder Öl eine Zeit lang nicht lieferbar war. War es hier mit Butter und deswegen ist das dann auch nochmal so was Besonderes gewesen. Ja, das Ende fand ich wieder sehr schön, weil es ist wohl auch nicht so, dass man, zumindest wird es so erzählt, sich nicht so zu Hause mit Freunden trifft und mal einen Spieleabend macht oder mal für Freunde kocht. Das ist wohl auch nicht so gang und gäbe. Ist hier dann aber, kommt dann hier halt auch einmal vor und das ist dann so ganz nett. Hat so ein bisschen Feeling wie beim Ende von der Weihnachtsgeschichte. Hier die drei Geister, fand ich. Das fand ich dann schon wieder ganz gut, aber ja. Mit dem Essen, das hat mir gut gefallen, die Rezepte. Ich habe sogar einen Kuchen hieraus nachgebacken. So ist das jetzt nicht, weil hier sind auch ein bisschen Rezepte drin. Aber es hat mich irgendwie mit einem unguten Gefühl zurückgelassen und ich konnte so ein paar Handlungen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, nicht nachvollziehen. Deswegen hat es dann statt 4 Sterne doch nur 3 bekommen. Aber es ist kein schlechtes Buch. Vom Schreibstil her war das auch soweit in Ordnung. Es geht auch um Freundschaft. Um Beziehungen, es gibt auch so eine Liebesgeschichte in Anführungsstrichen, ums Essen, um wie hat man zu sein, wie ja, sich selber zu verwirklichen und sowas alles, aber weiß ich nicht, es lässt mich irgendwie zwiegespalten zurück. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das gelesen habt und wenn ja, wie ihr das so fandet. Das würde mich wirklich interessieren. So, genug zu Butter. Ich fand den Titel irgendwie sehr gut. Kommen wir zu einem anderen Buch, was ich wirklich auch schon lange lesen wollte, was auch in meinem Rollwagen logischerweise stand, und zwar von Lauren Graham, einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl, Talking as fast as I can. Aktuell gucke ich wieder. Ich muss es wieder einfach machen. Die Autorin hat auch gesagt, dass man ihr so eine Bilder schicken soll, wo man das so macht mit ihrem Gesicht drauf, weil sie sich dann verbunden zu ihren Lesern fühlt. Naja, also aktuell gucke ich wieder die Gilmore Girls. Es geht ja irgendwie immer, gucke ich hin und wieder mal, je nach Lust und Laune, je nach Stimmung. Ich finde, die muntern einen auch irgendwie auf, zumindest die ersten Staffeln. Und dann dachte ich, komm, jetzt guckst du das gerade wieder, jetzt kannst du es auch mal lesen. Ist ja auch nicht so dick, das hat knapp 300 Seiten, nicht ganz, 280. Ist auch schnell gelesen, vom Schreibstil her ist es relativ witzig auch. Also sie redet die ganze Zeit Blödsinn irgendwie, also nicht Blödsinn im negativen Sinne, sondern im witzigen Sinne. Hat allerdings auch nur 3 Sterne von mir bekommen, was ich selber schade fand, weil es nicht so viel um die Gilmore Girls ging. Es ging eher um ihren beruflichen Werdegang, wo ist sie groß geworden? Sie wurde zum Beispiel in Japan geboren, ging dann, wo sind sie denn dann hingefahren? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall so ihre Lebensgeschichte. Dann haben sich die Eltern getrennt, dann ist sie aber bei dem Vater geblieben, weil die Mutter irgendwie Sängerin werden wollte. Sowas dann alles und dann wollte sie halt unbedingt Schauspielerin werden und hat dann verschiedene Berufe gemacht, um sich die Schulen zu finanzieren, hat gekellnert und kann in jeder Unterhaltung dazu beitragen, was es für schlechte und scheußliche Berufe gab.
Also das war alles schon so ganz witzig, aber ich hatte halt mehr von den Gilmore Girls irgendwie erwartet. Sie sagt tatsächlich auch selber, dass die ersten, ich weiß gar nicht, 7 oder 8 Staffeln, sie sich da gar nicht mehr so genau dran erinnern kann, zu dem Zeitpunkt, wo sie das Buch geschrieben hat. Deswegen hat sie sich dann selber auch nochmal angeguckt und konnte dann so ein bisschen reflektieren und so ein bisschen dann dazu schreiben, als es dann soweit war und die Gilmore Girls an die Reihe kam. Was auch ganz witzig war, war so, sie hat so ein bisschen aufs schauspielerische Leben ist sie so ein bisschen drauf eingegangen, dass man ja denkt, ja, die in Hollywood, die sind ja alle so schlank und schön. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ist dein Schönheitsrezept, was würdest du uns dann sagen? Und dann erzählt sie ganz viel von Diäten und was man alles so machen kann, aber sie nimmt das alles auf die Schippe. Ist alles nicht ernst gemeint und sagt dann auch, die einen sagen, man soll ganz viele Eier essen, die anderen sagen, bitte iss keine Eier, mach Sport, nein, mach keinen Sport. Und dass es so alles, alle möglichen Tipps gibt, die sich dann aber wieder gegenseitig aufheben quasi. Ist halt auch eigentlich ganz witzig, aber es war halt nicht so viel mit den Gilmore Girls. Das Einzige, was ich dann richtig gut fand, also sie hat erstmal so ihren Werdegang, bis sie halt die Gilmore Girls gedreht hat. Dann hat sie da halt auch so ein bisschen drüber geschrieben. Als sie sich das dann wieder angeguckt hat, kam mir dann halt auch Erinnerung. Dann ging es so ein bisschen wieder weiter in ihr Leben und hat auch andere Serien oder Filme gemacht. Und dann kam irgendwann die neue Staffel von den Gilmore Girls. Ein neues Jahr heißt hier, glaube ich. Sind ja 4 Folgen, die jeweils so lang sind wie eine Stunde. Und als dann Kontakt mit ihr aufgenommen wurde, ob sie denn das drehen würde, da hat sie sich auch richtig gefreut und wollte das auch unbedingt machen und auch die ganzen Leute dann wieder zu sehen und auch wieder in Stars Hollow zu sein. Den Teil fand ich richtig gut, weil sie hat nämlich zu dieser Zeit auch Tagebuch geführt und hat das hier eben drin aufgenommen. Das fand ich wirklich gut. Das hat mir auch Spaß gemacht zu lesen. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, Stars Hollow stand irgendwo auf irgendeinem Hollywood-Gelände und es wurde dann aber wieder abgebaut, weil es wurde ja nicht mehr gebraucht, nachdem die ersten Staffeln dann vorbei waren. Und als sie dann ein neues Jahr drehen wollten, mussten sie das Ganze wieder aufbauen. Da müsste man jetzt eigentlich, wenn man es dann nochmal guckt, mal drauf achten, ob einem irgendwie Unterschiede auffallen. Aber sie meinte selber, es war genauso wie früher und dennoch aber anders. Aber dass denen irgendwie nichts aufgefallen ist eigentlich. Und ja, dieser Teil, ihre Tagebucheinträge, die fand ich wirklich gut. Wir haben auch Bilder hier drin. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, ihr seht das so. Das fand ich auch gut. Oder sie auch als Kind und so. Aber ich hätte mir halt mehr Gilmore Girls gewünscht. Und hier habe ich halt auch zwischen 3 und 4 Sternen geschwankt. Ich würde dem vielleicht 3,5 geben, aber ich konnte halt, kann keine halben Sterne bei Goodreads angeben. Deswegen, ja. Was ich dann auch ganz cool fand, als sie dann ein neues Jahr gedreht haben, hatte sie, da hat sie auch ein Foto hier rein gemacht, das zeige ich euch gleich. An einem der Drehtage sollte sie sich halt irgendwelche Klamotten aussuchen, was sie so anziehen will. Sie konnte auch selber mal entscheiden, was sie so anzieht, was sie so dachte, was zu dem Charakter halt zu Lorelei passte. Und hatte sich dann für irgendeine Bluse entschieden. Und in dieser Bluse stand einfach auf diesem Preisschild Lorelei 2 drinne. Das war aber nicht irgendwie extra dafür gemacht oder so. Das hat irgendwer eingekauft und dahin gebracht. Und da stand dann einfach, hier ist es. Lorelei 2 drinne, was ja irgendwie passe, weil sie Lorelei spielt und weil es halt ne, nochmal eine neue Staffel quasi ist. Und dann ist es ja so, dass der Schauspieler von Loreleis Vater tot war und ja da nicht mehr mitgespielt hat. Und dann erzählt sie auch von so ein paar Spukgeschichten, sage ich mal so, dass sie irgendwie mit dem geredet haben und dann ging irgendwie Licht aus und sowas. Also das fand ich schon gut, aber es war mehr so biografisch so von ihr. Ein paar Sachen fand ich auch interessant, aber ein paar auch nicht so, weil sie auch sehr viel Werbung für ihre anderen Serien gemacht hat oder auch sehr viel Werbung für ein anderes Buch, was sie geschrieben hat. Klar ist ihr Buch, sie kann ja reinschreiben, was sie will. So hat sie das auch gesagt. Aber deswegen halt nur
drei Sterne. Entschuldigung, Frosch im Hals und so. Ja, irgendwie gut. Sie ist auch mega sympathisch, auch von dem, wie sie hier so schreibt und so. Aber gut, bevor ich mich ein drittes Mal wiederhole. Ich hätte mir noch mehr von den Gilmore Girls gewünscht, einfach. Das heißt ja auch so. Aber es ist eher so ihre Biografie und es kommen die Gilmore Girls mal so drin vor. Kurz. Ja. So, das letzte Buch, was ich gelesen habe. Ich überlege gerade, ob ich kurz Pause mache. Na, ich versuche es einfach. Ja, da habe ich erst vor kurzem entdeckt, dass es von einem Film, den ich mag, und zwar Die Hexen von Eastwick, auch ein Buch gibt. Die Hexen von Eastwick von John Updike. Entschuldigung. Das Buch hat nur zwei Sterne von mir bekommen. Das fand ich wirklich nicht gut. Das hat mir nicht gefallen. Anders kann ich es nicht sagen. Allein schon die Schriftart hier drin, die war sehr anstrengend zu lesen. Ich weiß auch nicht, sehr klein, sehr, ist halt nicht so eine übliche Schriftart irgendwie gewesen. Ich war echt enttäuscht. Ich dachte, dass das ein richtig gutes Buch werden könnte. Am Anfang fand ich es auch richtig gut. Aber das hat extrem nachgelassen. Also zur Einführung, es geht ja, die wohnen in Eastwick logischerweise. Drei Frauen, wie heißen die? Alexandra, Jane und Suki. Und die drei sind Hexen. Das finde ich, kommt im Film gar nicht mal so extrem rüber, erst am Ende. Aber hier im Buch ist es die ganze Zeit so. Die können auch das Wetter beeinflussen. Die können Leuten Krankheiten auf den Hals wünschen. Die können aus Bällen Fledermäuse machen. Die können, wenn sie wen verfluchen, spuckt er die ganze Zeit Federn oder so. Das ist schon mehr als im Film. Und dann kommt er ja eines Tages. Ach, wie heißt er denn? Daryl, gespielt von Jack Nicholson in den Ort und der kauft sich dort eine Villa und dann haben die ja so eine Vierecksbeziehung. Ja, das ist auch hier im Buch so, aber es kommen immer mehr Leute dazu und was mir halt nicht gefallen hat, die waren wirklich einfach nur bösartig. Die waren einfach nur böse. Alle von denen hatten Kinder, die wurden völlig vernachlässigt und verwahrlost, wenn die dann mal nach Hause gegangen sind. Wurden die Kinder als dürr und hungernd irgendwie beschrieben und als dreckig, weil sie nicht gewaschen waren. Das fand ich irgendwie einfach nur bösartig. Dann haben die einer Person Krebs an den Hals gewünscht und die ist dann, also. Achtung, Spoiler, wenn ihr nicht gespoilert werden wird, dann klickt kurz weiter. Ich warte. Okay, jetzt rede ich. Kann nicht anders. Also, die ist dann auch daran gestorben und die haben sich da die ganze Zeit dann lustig drüber gemacht und über ihre ganzen Nebenwirkungen und was sie dann dafür ein Leid hatte. Und das war einfach nur böse. Das fand ich nicht gut. Und das war die ganze Zeit irgendwie nur wie eine Orgie und böse. Krankheiten, Orgien, Völlerei gefühlt und die haben den ganzen Tag dann nur in dem Haus rumgehangen und haben Tennis gespielt, gegessen, Orgien gehalten gefühlt und also was heißt Orgien so extrem jetzt auch nicht, aber nee, hat mir nicht gefallen. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Da wird es auch keine Einzelbesprechung zu geben. Ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten Band noch lese, weil es gibt nicht noch die Witwen von Eastwick. Ich habe mich da jetzt letztens auch mit Sina von den Glimmerfeen drüber unterhalten. Ilona hat es damals auch gelesen und fand es auch nicht gut. Nee, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich zuerst so gefreut, ach, da gibt es ein Buch von, wie cool, das kannst du ja mal lesen und sogar einen zweiten Band. Und wie ich da so bin, habe ich mir natürlich beide Bände geholt. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich den lese oder ob ich den weggebe und ins Tauschregal stelle oder. Wenn einer von euch das haben möchte, könnt ihr mir ja schreiben, dann kann ich euch das schenken. Ich weiß nicht. Nee, fand ich nicht gut. Aber vielleicht findet es ja wer anderes gut. Ja, deswegen, das war kein guter Lesemonat. Und das war auch das Buch, wo ich dachte, ich komme da gar nicht voran vom Schreibstil her. Einerseits fand ich es witzig von den Beschreibungen her, weil die immer irgendwas mit Hexen zu tun hatten, die Beschreibungen. Hatte so schwarzes Haar wie das sträubende Fell einer schwarzen Katze oder irgendwie sowas. Oder das Auto war nicht orange, es war kürbisfarben.
irgendwie so. Das fand ich ganz witzig, aber deswegen hat es auch noch so 2 Sterne bekommen, aber nee, kennt ihr das? Habt ihr das mal gelesen? Fandet ihr das gut? Ich weiß nicht. Soll ich den zweiten Band noch lesen? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwie. So, dann habe ich tatsächlich in diesem Monat es nicht geschafft, ein Hörbuch zu hören, so wie sonst, weil ich hatte das Silmarillion angefangen von Tolkien, weil ich ja Herr der Ringe und den Hobbit alles nochmal gehört hatte und mir hatte das wirklich, wirklich, richtig, richtig gut gefallen und ich wollte mehr davon hören und habe dann gesehen, dass das Silmarillion von dem Sprecher von Gandalf gesprochen wurde. Dachte ich, noch besser, holst du dir. Habe ich angefangen. Schreibstil ist wie immer sehr, sehr gut von Tolkien. Alles in Ordnung. Aber für mich, ich weiß, einige mögen es und so, aber für mich ist es so, als ob man sich die Bibel anhört. Ja, deswegen bin ich noch nicht so dran kleben geblieben. Also ich werde es wahrscheinlich noch weiter hören, aber ich werde erstmal Jurassic Park hören. Das spricht mich aktuell mehr an. Und weil ich es halt auch nicht so gut fand und dann habe ich da auch irgendwann aufgehört, das zu hören und habe dann auch gar nichts anderes irgendwie gehört, weil ich dachte, ich muss das erstmal zu Ende hören. Habe jetzt aber Jurassic Park angefangen und jetzt habe ich auch wieder Spaß dran, Hörbücher zu hören. Ja, geguckt haben wir eigentlich nichts Neues, nichts Großartiges. Wir haben nur noch mal die Jurassic Park-Filme geguckt. Deswegen habe ich mir auch das Jurassic Park-Hörbuch geholt. Das hatte ich auch im Neuzugänge-Video schon erzählt. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil es mir bis jetzt sehr gut gefällt, Jurassic Park. Ja, macht Spaß zu hören, wirklich. Ich glaube, das könnte eine Mischung aus den ersten beiden Teilen sein, aber ich bin mir noch unsicher. Mal gucken, wie es weitergeht. Ansonsten gespielt haben wir tatsächlich nicht so viel, weil auch eine Hochzeit in diesem Monat war und da hatte ich ein bisschen was vorbereitet. Sind meine beiden Brüder verheiratet. Es wird nie wieder eine Hochzeit geben von einem meiner Brüder. Das finde ich irgendwie traurig. Die waren so schön, die Hochzeiten. Ja, und jetzt sind sie vorbei. Egal. Was habe ich denn diesen Monat Kreatives gemacht? Ich habe auch wieder ein bisschen Resin gemacht, beziehungsweise Epoxidharz, und zwar ein paar Buchseitenhalter. Ich glaube, dass ich euch das auch schon in einem anderen Video gezeigt hatte. Ich habe jetzt so Fledermausförmchen bekommen. Da ist so ein Kürbis drin. So sieht das von der Rückseite aus. Da kann man dann einfach seinen Daumen reinmachen und so das Buch dann mit einer Hand lesen und auseinanderhalten. Ich glaube, das werde ich verschenken. Ich sage noch nicht an wen. Ich muss das mal endlich mal losschicken. Dann habe ich hier noch einen anderen Buchseitenhalter gemacht. Der besteht aus mehreren Schichten. Da sind getrocknete Blumen drin, da sind Farben drin, da ist Glitzer drin. Von hinten ist der Lavendel glitzerig in Herzform. Den finde ich echt selber auch richtig schön. Nur ich selber muss gestehen, ich benutze die nicht so viel. Nur bei Büchern, wo ich weiß, dass mir die Buchrücken nicht knicken. Aber bei so dünneren, kleinen Büchern finde ich das schon echt praktisch, wenn man dann nebenbei irgendwie was knabbert oder so und dann das Buch so mit einer Hand halten kann, ist das schon nicht verkehrt. Gibt auch übrigens ein paar davon unten in meinem Shop. Jetzt nicht den wollte ich auch verschenken, aber andere ähnliche. Dann diesen hier, der ist allerdings nicht so ganz so gut gelungen, weil, mal gucken, vielleicht seht ihr das, da ist so eine Stücken Glitzerfolie drin und die ist beim Trocknen nach oben gekommen, deswegen ist das nicht so ganz eben und nicht so ganz glatt. Das werde ich nicht verkaufen oder so, verschenken auch nicht, das werde ich dann wahrscheinlich selber behalten, so als, zweite Wahl, Gegenstand, Ding. und dann habe ich nochmal 2 Lesezeichen gemacht. Gibt es auch welche unten in meinem Shop? kann das nur leider immer nicht so gut zeigen in der Kamera. Aber wenn ihr da das genauer sehen wollt in meinem Shop, das habe ich besser geschafft abzufotografieren. Da ist auch wieder ein bisschen Glitzer mit drin, ein Stück von der Buchseite. Ich habe hier oben so ein kleines Buch beplottet und damit reingemacht, halt in so mehreren Schichten gegossen, gewartet, dass es trocknet, dann das draufgeplottet, draufgeklebt, draufgelegt und dann nochmal eine Schicht drüber. Die beiden werde ich übrigens auch verschenken. Deswegen, die wird es nicht in meinem Shop geben. Ist aber eigentlich dasselbe vom Aufbau, nur ein bisschen größer. Steht da scharf. Naja.
Ihr könnt es vielleicht erahnen. Jo, das war's auch schon mit den kreativen Sachen, was ich diesen Monat so gemacht habe. Ich warte, dass es anfängt zu regnen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr für ein Lesehighlight in diesem Monat hattet, wenn ihr bis hier hinten dran geblieben seid. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, das Gilmore Girls Buch wäre mein Highlight, so von denen. Dicht gefolgt von Butter, wenn man das denn ein Highlight nennen kann. Naja, ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr und abonniert den Kanal. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit, lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut!